Sì. Thank you.
Sì, bravo. Hai fatto progressi enormi, sì, sì. Molto bene. No, no, solamente un bici. No, mi. Also, mir gefällt sehr gut deine Leidenschaft, mir gefällt sehr gut deine Finger. Du hast also wirklich wunderbare Finger dabei, es ist sehr schön. Wir sprechen heute in der kurzen Zeit, die wir haben, eigentlich nur über Klang, ja, über Sonorität. Weil das ist sehr gut, was du machst. Ich verstehe auch, dass du Wettbewerbe gewonnen hast, ganz klar. Aber du kannst noch einiges, wenn es auf internationaler Ebene geht, noch ein bisschen besser machen. Ja? Die erste Geschichte wäre die, Rudolf Serkin sagt zum Beispiel, das H vorher programmieren, in das mittlere Pedal nehmen. Mhm. Kann man machen, kann man auch lassen. Ja. Das Interessante ist dabei, dass man nicht nur den Wind, also man hat immer dieses C, wenn ich das C vorprogrammiere, so, dann habe ich hier, der bleibt dann drin. Und dann natürlich mit dem rechten Pedal hinzu. Dann bleibt er immer drin. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eine gute Möglichkeit. Dann, du spielst natürlich Marcato. Du bist jung und du hast die Passion Giovane, natürlich, klar. Du spielst ein bisschen. Trotzdem muss in dem Forte Marcato auch eine Linie geben. Und du kannst es erreichen, wir haben das schon in Österreich mal besprochen, ich weiß nicht, du kannst dich bestimmt daran erinnern, ja? Dass du vielleicht die durchgehenden Viertel mitübst, dass du übst im Marcatissimo. Weil dieses Mikrorubato kommt dann besser raus. Wenn ich das Mikrorubato nicht habe und spiele ich. Und ich glaube, du kannst die Melodie noch mehr spielen. Das geht noch mehr zu Herzen. Das heißt also, das Corazon ist dann noch besser dabei. Spiel noch mal den Anfang dabei. Also ich finde es sehr gut. Ich kritisiere nicht. Also amicalmente, solamente una altra idea. Una altra idea. Ja, sì, sì. E non è necessario di cominciare con il tempo ultimo. Ich glaube, du kannst anfangen mit einem Tempo, was nicht sofort bum, 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 sondern un poco accelerando e credo per il pubblico un poco meglio, sì? Meglio perché quando tu dai tutta la passione all'inizio, no, no, sì, non è più dopo. E una volta facciamo insieme, io faccio, yeah? One, two, direttamente qui, and. Qui, pardon. Das ist besser. Und vor allen Dingen hier vor dem neuen Crescendo, dass du nochmal zurückgehst. Weil wenn du bleibst, wenn du spielst da, 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 jetzt muss etwas zurückgehen. Komm, wir machen es noch einmal, ja? Ja. Thank you.
capisci? Per fare qui un poco di dell'anno da 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 di da 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 è possibile di fare un poco accelerando qui, perché la scala da da di da di da di da da è più frenante per sì. Otra vez, nochmal, bitte. Adesso solo, senza mia aiuta. Ideale, però tu capisci l'idea di fare un poco nano rubato, no, tac, ok, no, cominciamo qui, voglio ascoltare questo, la triolet, allora di triolet, muss ich auch hören, du spielst, von hier. Ja. Un poco non legato la pedale, vielleicht nicht so kathedralmäßig, also nicht so, sondern vielleicht mehr so. Das, langsam das Pedal, also nicht wegnehmen, nicht so, ja. Es muss schon zu hören sein. Und vielleicht auch nicht so laut hier. Vielleicht so. Es hat eine größere Wirkung dazu. Ja? Ja, ist besser. Und wenn du es schaffen könntest, was sehr schwer ist, das G muss überleben. Also das G darf eigentlich nicht sterben, weil danach kommt Fis. Ja, es wäre toll, wenn du hinbekämst. Also für die Zukunft, ja, das Publikum ist dumm, ja, die wissen das nicht, aber wir wissen, also du musst natürlich den Fingersatz ändern wahrscheinlich, du musst den Fingersatz ändern, sonst geht es nicht. Ja, ich weiß. Deswegen, vielleicht solltest du versuchen, so zu spielen. Vielleicht so, also nicht heute, ja, oggi no. Aber in Zukunft, für die, wenn du internationale Wettbewerbe gewinnen willst, weil die brauchen, wenn das alles in einem Pedal ist, das ist nicht so gut. Ja? Dann die Gestaltung von hier. Du spielst ein bisschen glatt. Du spielst da, di, da, di, da, da, di, da, da. Spiel das mal ein bisschen mehr kreativer Mente. Ja? Ja. Wenn du einen Akzent hast, wie hier, und schließt laut an, dann ist die vektorielle Richtung zu dem Fa nicht da. Wenn du spielst ta di da di da di da 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 da, dann ist additionalmente, ja. Wenn du aber den Betonungsfaktor von dem E nimmst, leise anschließt, dann ist die Direzione besser, ja, weil sonst hast du taki taki tuke pauke, das ist nicht so. Okay, du verstehst, ja. Jetzt mal diese wunderbare religiöse Stelle. Ja,
Ja, das ist gar nicht so einfach, das schön zu machen. Also der Übergang von da nach da ist schwer, finde ich. Die Pedalisierung ist nicht das, nicht das, ist das, ja. Problem, ja? Also du kannst, anstatt zu spielen, so, ist die Pedalisierung besser, wenn du spielst. Nicht. Okay. Ja, also, oder du machst sogar so. Keiner spielt so, ja, aber warum nicht? Ja, das ist auch eine gute Geschichte. Ja, da. Oder du machst. Ja, ich mag das so. Ich weiß. Du machst den Bass sehr schön. Aber dann kommt nicht das so, sondern so. Dann ist rechts ist es runter und links ist rauf. Hat pedalmäßig Vorteile. Versuch das mal. Ja, die da Darm und die links da Darm, ja, da Darm. Nee, dann müsstest du, dann kommt mit dem Cis, das A ist zusammen. Also die beiden Daumen kommen zusammen. Radadam, ja? Also. Nee, nicht so, sondern. Genau. Genau, die da Dam. Dann ist der Daumen, Cis ist mit dem A ist zusammen. Also ich einfach Bam. Ist möglich, ist auf jeden Fall möglich. So, okay, weiter. Ja, genau. Also wenn du beim ersten Mal so spielst, dann musst du beim zweiten Mal vielleicht nicht nochmal das spielen, dann musst du vielleicht was anderes kommen. Vielleicht so, ja, vielleicht so das oder egal, aber nicht den Bass nochmal wiederholen. So, okay. Das danach spielst du, ich will mal sagen, relativ neutral, also vom Ausdruck her. Du spielst so. Also als eine nicht kitschige Form. Ich finde das okay, ist gut. Das machen viele so. Der Vorhalt fehlt. Du verstehst Vorhalt? Vorhalt ist so. Vorhalt, ja, das ist Vorhalt. Und der Vorhalt hier ist so. Du gehst da drüber weg, du spielst ja so. Aber es ist ein bisschen rubato-mäßig, glaube ich, so. Ja, da, 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 di, da, ti, ja, da, da, di, da, dam, pam, pa, da. Und nicht da, di, papi, ja, da, da, di, ja, da, da. Ja, versuch mal. Ja, und Pedal ein bisschen mehr Parkinson-mäßig, ja, ein bisschen mehr. Für mich zu hysterisch. Was hat die? Ja, da, 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 da. Ja. Okay. Okay. Aber es ist besser, du brauchst jetzt nicht so schön. Es ist auch nur so ein bisschen. Ja. Es ist also nur ein pochissimo. Da, di, da, di, ja, da, da, di, da, da, da. Und zu viel Accelerando noch nicht so gut. Da, di, da, di, da, 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 da. Versuch mal ohne Hysterie. Einfach nur schön, ja. Das ist schon viel besser. Und beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen mehr, linke Hand ein bisschen mehr führen. Ja? Und den Vorschlag, den nicht so kurz, nicht so, sondern, es ist, für mich ist der Vorschlag integriert in das A ist. Ich denke so, da, di, da, yam, ba, da, also nicht da, tadam, sondern ta, da, da. Es ist singbar, es ist cantabiler, ja, mehr so, di, da, 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 bam, bam, und nicht di, da, 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 ja, ja, okay, but you understand. Jetzt das zweite Mal anders. Ich spiele das erste nochmal und das zweite dahinterher. Schön. Bravo. Thank you.
bin noch nicht ganz accordo, weil die Tempi sind, glaube ich, nicht gleich. Ich glaube, beim ersten Mal, ba-di-da-di-da-da-da-di-da-da-di-da-da, zweite Mal, ba-di-da-di-ya-da-da-di-da-da-da-da, più pensando, più filosofico, filosofico, sì? E poi, nicht unterteilen. Also du spielst so ein bisschen ein Kästchen am anderen. Du spielst so. Das ist, es muss eine Stück sein. Ja, ja, ich würde so spielen. Zweite Mal. Also ein Organisato durchgehend, dirigatsmäßig, es muss dirigierbar sein. Okay, der Rest ist gut, super gut, weiter. Jam, tam, tadam. Sehr gut, also bravo. Ich bewundere dich sehr, wirklich. Admiro mucho. Molto. Kannst du mir das nochmal vorspielen? Von da? Einmal in dem Originaltempo. Ja? Un'altra idea, si prendi il pedale medio. Dann hast du die Staccati trotzdem und den hast du länger gehalten. Wenn du beide kurz machst, dann es ist nicht dasselbe. Aber wenn du so spielst, das ist vom Effekt her besser. Das macht zum Beispiel, macht das, ich habe einen gehört, der das Spiel, ich weiß nicht mehr genau, aber es ist sehr gut so. Versuch mal. Vielleicht. Ja, kann sein. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gemacht hat, aber es hat mich da sehr überzeugt. Das war richtig gut. Weil, und diese A's, die sind alle ein bisschen von Lidl. Du spielst so. Die müssen mehr Richtung, also nicht Supermercado. Okay. Das muss irgendwo hingehen. Keine Aufzählung, ja? Das ist deine Gefahr, pass auf, du bist so wunderbarer Musiker. Mach nie eine Aufzählung, mach immer Development. Ja. So, probiere die... Ja. Diese auch. Also, vielleicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal, und dann aber nicht mehr. Also, ich finde, es ist sehr intelligent als Pianist, manchmal eine Idee zu zeigen, aber nur für kurze Zeit und nicht sagen, hier, ich habe das gesehen, ich kann das hier, ja, ja. Sondern einmal so nebenbei sagen, naja, das kann ich auch, ja, kann ich auch. Aber beim zweiten Mal machst du es vielleicht nicht. Ja, dass man also nicht den gleichen Trick nochmal wiederholt, verstehst du? Verstehen Sie mich eigentlich auch? Nee, oder? Ein bisschen? No. Niente. Quasi niente. Okay. Sì. Ma non so parlare. Okay. Ah, non fa niente. Necessario solamente l'effetto, sì. Miei parole non sono importanti, solamente sulle risultate. Sì. Also, versuch nochmal bitte. Auch folgendes, also das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du, natürlich Staccato steht da, okay. Aber es gibt ja 750 verschiedene Staccati. Also könntest du mal so... dass du vielleicht immer ein bisschen mehr Pedal nimmst. Ah, okay. Ja? So, ba, da, 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 boom. Ja, ja, vielleicht. Die erste ohne? Egal, es muss interessant sein. Mach, was du willst, egal. Okay. Ja, und? Steht auch Non-Secchi. Ne? Ja.
Non Roberto Secchi, ja? Okay. Also, die Eins etwas mehr. Natürlich Crescendo, aber es ist nicht einfach da, 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 sondern es ist da, 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 bam, bam, da, 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 bam, bam. Und nicht da, 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 bam. Ja, und da würde ich ein bisschen mehr Pedal geben, so, so. Ja, versuch mal. Ja, das packt mehr, das packt mehr, das muss so. Also, das ist auch wichtig hier, aber eigentlich ist das auch wichtig, ja. Das, also du hast ja La und Mi, du hast La, Mi, La, Mi, ja. Spiel nicht zweimal die gleichen Akzente. Okay. Es ist ungefähr, ich sage das oft bei Leuten, die also spielen. Hört man immer La, Mi, La, Mi. Aber auch gute Geiger spielen zum Beispiel manchmal. Oder? Also, du musst, lass dir was einfallen, egal wie. Ich habe nicht telefoniert mit Liszt, ich habe keine Ahnung dabei. Aber spiel mal was Interessantes. Nicht zweimal. Ist nicht genug. Es ist auf hohem Niveau nicht genug. Ja? Nochmal. Der zweite, wenn du den ersten betonst, ist der zweite zu laut. Ja. Aha, ja, es ist ganz anders, ja, nochmal. Ja, oder das erste Mi weniger und das zweite Mi mehr. Ja, ba, 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 ba. Okay. Versuch das auch mal. Mehr. Ja, da, da. Na, mehr und die. Ja, da, da. Okay. Ja, da, da. Okay, und hier nicht dam, 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 sondern dam, 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 ba. Den vierten etwas länger, weil die Dramaturgie ist besser, wenn man nicht da, 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 ba, 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 bing, hello. Ja. Also super gut, sehr, sehr gut. Und die Triolen, manchmal Deklamator, manchmal nicht Deklamator. Manchmal deklamiert und manchmal nicht deklamiert. Manchmal jam, ba, 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 bam, jam, ba, 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 bam. Also nicht ganz, okay. Ja, weil, ja genau, also wenn du spielst so, ist klar, aber ja, ja, ist eine andere Form von, nicht einfach nur repetieren, ja, 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 ja. Okay, du hast verstanden, jetzt machen wir da weiter. Okay, ich präpariere. Okay. Ich finde Fis-Moll nicht so wichtig wie der Ton danach. Ich finde, du spielst, das machen aber viele, das machen fast alle so. Jam, bam, 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 bam. Ich finde besser, ja, da, di, da, dam, ba. Okay. Ja, dass die Eins nicht ganz so laut ist wie die Zwei. Dann hat er nämlich von der Vorstellung her und nicht. Ja, ist ein Unterschied. Aber versuch nochmal von die letzten vier da. Ich denke ja, das ist besser. Ja? Und wenn du jetzt Pedal spielst, hier, hier Pedal und auf der 4 nicht mehr. Pedal nur von der 2 zur 4. Absolut, absolut, ja, absolut. Man kann sie direkt da anfangen, geht das? Ja, klar. Ja. Und so ein bisschen auch, nicht einfach nur. Das heißt so.
Weil es ist klarer. Das andere ist auch ja, ein bisschen. Okay, gut, sehr gut. Jetzt, also tut mir leid, das gefällt mir überhaupt nicht. Weil du spielst an der Stelle 1, 2.